Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Ja. Im letzten Part haben wir einen Haufen Pikmin verloren. Gar nicht gut. Egal. Werden wir wieder ausgleichen. Irgendwie. Schauen wir uns das Ganze an. Hier stehen noch ein Haufen blaue Pikmin rum, die wir noch ernten müssen. Und ich habe noch keine Ahnung, wie wir an weitere Teile kommen. Schauen wir uns erstmal wieder die Karte an. Wir haben das Teil da oben, was wir von hier auch wunderbar sehen können. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir da dran kommen. Nee, das war die falsche Taste. Die auch nicht. Naja gut. Wie auch immer. Hier müssten wir irgendwie Pikmin hochkriegen. Ich würde es ja mit gelben versuchen. Aber ich habe einfach irgendwie ein bisschen Angst, dass die da runterfallen. Ich habe eine Idee. Wir balancieren auf diesem Steg, wo wir selber nicht raufkommen. Da können wir aber auch rote für nehmen. Ich will mal so 20 zum Testen haben. Weil wenn es schief geht, werden die sterben. Das muss ja nicht sein. So. Ihr geht jetzt mal alle hier hoch. Genau. So, da hoch. Am besten ohne da wieder runterzufallen, ihr Vögel. Ah, was soll das denn? Warum fallt ihr da runter? Leute! Stellt euch nicht blöder an, als ihr seid! So. Ja? Jetzt kommt ihr alle in mein Team. Jawohl, es funktioniert. Genau so habe ich mir das gedacht. Ihr seid die coolsten. Einfach mal schön hier lang balancieren. Wow! Nein! Genau, ihr solltet da hoch. Haha, so ein Mist! Warum bin ich ins Wasser gefallen? Das war so unnötig. Okay. Du kannst auch schon mal da hoch balancieren. Die Trompete ist so cool. Okay, ich glaube, das war von den Entwicklern nicht so gedacht. Ich krieg sie auf jeden Fall nicht da hochgeschmissen. Okay, ich brauche 20 Stück. Ihr kommt bitte her. Und jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein, dass ihr nicht hier reinfallt ins Wasser. Danke. Ja, wir holen noch ein paar mehr. Aber das sieht ja an sich ganz gut aus. Wir dürfen nur beim Schleppen nicht ins Wasser fallen. Das wäre ja ganz kritisch. Ich hätte gern nochmal so 15 Stück. Einfach, weil es dann auch schneller geht mit dem Tragen. So. Und dann schmeiße ich euch hier mal in die Ecke. Da fallt ihr nicht so schnell runter. Ah, nicht ins Wasser. So, bleibt da oben. Jetzt dürft ihr mir wieder folgen. So, schön am Rand lang balancieren. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Nintendo so gewollt war. Wobei es ja schon ordentlich ziemlich cool aussieht. Also zutrauen könnte man es Nintendo auf jeden Fall. Ja,
Nimmt es. Perfekt. Der Reparaturbolzen. Dieses Roboterwunder kann einfach alles im und am Schiff reparieren. Und das ist auch gut so, denn die Behebung technischer Pannen finde ich einfach langweilig. So, gut. Gucken wir mal, wo lang die Pikmin laufen wollen. Bitte nicht ins Wasser. Ihr seid so scheiße. Ihr seid so kacke. Ihr seid so ultra kacke. Ihr seid so doof. Da kommt ihr nicht raus. Will ich die anderen jetzt... Ihr seid so dumm. Warum tut ihr das? Die Frage ist, ob die das überhaupt überleben. Die kommen da wahrscheinlich nicht mal um die Ecke rum. Gut. Wir holen blaue Pikmin. Nein! Ihr seid so dumm. Die kommen da nicht raus. Das ist einfach unmöglich. So ein Dreck. Und dann sind da auch noch diese blöden Kaulquappen. Ich krieg zu viel. Naja. Gut. Anders. Oh, das sind sogar schon alles Blumen. Cool. Dann können wir die nehmen. Einmal schnell ernten. Denn wir sind ja ein Bauer. Manchmal fühle ich mich zumindest so. Kommt mal alle hier schnell aus eurem Bett. Aus dem Sand. Was? Nur 16? Komm her. 30. Ihr müsst trotzdem da rumgehen. Sonst kriege ich euch nicht darüber. Sonst liegt ihr hinterher da hinten im Wasser und ihr kommt nicht mehr an Land. So. Immerhin seid ihr schneller als die blöden Roten, die keine Blumen waren. Oh, das sind aber auch nicht alle Blumen. Ach so, ja, das sind die paar, die ich aus der Zwiebel geholt habe, die keine Blumen sind. Nein! Ihr seid doch blöd! Jawohl. Danke. Macht sie tot! Ach, das sind nur billige Kaulquappen. Die können ja gar nichts. Okay, gut, ich hatte Angst. Nimm die Kaulquappe mit. Genau, wir brauchen eh Nachwuchs. Perfekt. Ist die Frage, wo wollten die an Land gehen? Nirgendwo. Gut. Achso, Quatsch, irgendwo, nirgendwo. Ich bin gerade irgendwo ein bisschen neben mir. Natürlich hier direkt ohne Gegner im Weg, so. Gut, gut. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Ja. Gehen wir mal wieder auf vernünftigen Kameramodus, so. Ist das okay? Reparatureinheit ist verbaut. Sehr gut. Reparaturbolzen sieht aus wie ein normaler Bolzen, ist tatsächlich aber ein Reparaturroboter. Ich habe 22 von 33 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 7 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Ja, so. Und jetzt die große Frage. Was tun wir? Da hinten sind ganz viele von den großen Scheißkäfern. Hier kommen wir nie im Leben hoch. Ihr könnt da mitbauen. Und was bringt euch das, wenn ihr da hochgeht? Ich komme da nicht hoch.
Ihr dürft mal alle wieder zu mir kommen. Kommt zu Papa. Dankeschön. So, für diese Mauer, da brauchen wir Bomben. Gucken wir mal auf die Karte. So. Hier im Wasser müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Genau, hier gibt es keine Teile mehr. Aber da hinten ist noch ein Teil. Ich pack die Pikmin mal weg. Denn, ja. Irgendwie mag ich die lieber in Sicherheit haben. Und dann gucken wir uns das da hinten mal an. Die Richtung müsste soweit richtig sein. Genau. Oh ja, hier wird's gefährlich. Hier sind direkt mal drei von diesen fetten, dicken Käfern. Dann haben wir hier wieder einen Frosch. Der versucht uns zu plätten. Ja, geh weg. Und was haben wir hier? Ich habe den Gluon-Antrieb gefunden. Durch die quarksbindende metaphysische Eigenschaft von Gluon kann dieses Gerät nun, ich verstehe nur eines, es war sehr teuer. Okay. Also an sich sieht es gar nicht so schwer aus. Wir brauchen auf jeden Fall blaue Pikmin. Und wir müssen auf jeden Fall die Brücke bauen. Ich nehme an, von beiden Seiten. Das Schlimmere dabei sind die Käfer hier. So, ja, komm mal mit. Dann kann ich dir rote Pikmin auf den Hals schicken. Nein! Ach, Drecksack! Na gut, wir schicken dir trotzdem rote Pikmin auf den Hals. Wir haben zwar nicht mehr so viele, aber mit 85 Stück müsste das Ganze zu bewerkstelligen sein. Und du fettes Scheißvieh bringst ja auch gut Nachwuchs. Leute? Ah, mein Headset hat gerade die Verbindung verloren. Fragt mich nicht warum, ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, ihr habt mich wahrscheinlich gerade nicht gehört. Aber ich habe auch nichts Besonderes gesagt. Was wollt ihr hier? Das sind nur Steine. Blöd, Männer. So. Und dann Angriff von hinten. Zwar volle Kanne. Jawohl, sauber. So kriegt man die fetten Viecher kaputt. Ohne einen Verlust. Ohne einen kleinsten, geringsten, minimalen Verlust. Ich habe eine bessere Idee. Rote haben wir noch genug. Und rote sind auch stark. Wir nehmen blaue. Wir brauchen viele blaue Pikmin. Gelbe haben wir auch genug, die brauchen wir eh selten. So, tschüss, gute Nacht. Ich brauche euch. Ich wähle dich, blaues Pikmin. Oh. Geht mal in euer Häuschen, ihr Roten. Ich will blaue haben. Ja, wird diesmal ein nicht so langer Part. Wir werden dann wohl dieses Teil... Naja, wir können versuchen, noch die Brücke zu bauen. Solange der Frosch uns nicht dazwischen funkt. Wobei, na, das können wir auch im nächsten Part einfach dann machen. Der Rote soll da eigentlich nicht mittragen. So, vielen Dank. So, jetzt tragen es nur die Blauen. Ist schon mal gut. Dann gibt das auch nur blauen Nachwuchs. So, was könnt ihr tun? Ihr könnt dieses Holzding hier schon mal aufbauen. Super.
super Sache das ist. Wo geht denn das hin? Oh, ins Feuer. Sehr gut. Dafür brauchen wir dann hinterher rote Pikmin. Allerdings erst später, weil dafür müssen wir erstmal die Wand einreißen. Weil wir müssen ja auch irgendwie da hinkommen. Und diese Möglichkeit ist einfach noch nicht gegeben. Ja, bauen wir noch ein bisschen die Brücke. Die Frage ist, wie lang funktioniert das, bis der Frosch uns hier bemerkt? Ja, diese Frösche sind echt Scheißgegner. Ja, das bringt gar nichts, dafür brauchen wir viel mehr Pikmin. Hier sind Bomben! Cool! Und da oben ist wieder so ein fettes Vieh. Dafür brauchen wir rote Pikmin. Bomben. Sehr gut. Du kannst weg. Rotes Pikmin. So. Und ihr könnt alle ins Bett. Gute Nacht. So, haben wir 48 blaue und die vielen, die da rumstehen. Mit den gelben Pikmin. Ich brauche nur so 10. Wir brauchen nur so 10, wie auch immer. Werden wir jetzt die Bomben verwerten. Na, wird der Part doch länger als gedacht. Naja, wie auch immer. Wir können diese Wand da schon mal sprengen. Wow, Bomben! Jawoll! Da waren jetzt auch nicht so viele Bomben. 4 Stück. Ich hoffe, das reicht. So, euch brauche ich. Danke. Komm mal her. Flop! Genau, direkt zurückrennen. Boom. Der nächste. Klatsch. Boom. Oh, das reicht nicht mal mit den Bomben. Und du. Boom. Ja, immerhin haben wir ein paar Bomben verwertet. Verwurstet. Da sind keine mehr. Gut, demnächst suchen wir dann noch weitere Bomben. Ach, ihr braucht doch keinen Honig. Ihr seid doch eh schon voll ausgewachsen. Irgendwo hier muss es auch noch Bomben gegeben haben. Ich wage mich da mau dran zu erinnern. Wie auch immer, soll's für diesen Part gewesen sein. Wir gehen zum Sonnenuntergang. Ja. Ja, im Moment dauert es ein bisschen länger. Wir finden nur noch einen Teil pro Part, aber das ist auch nicht so schlimm, denn wir liegen extrem gut in der Zeit. Ja, ich glaube, wir schaffen das. 25 Tage oder so. Auf jeden Fall, das ist drin. 17 Tage seit Aufprall. Ob ich jemals in der Lage sein werde, von dieser Welt zu fliehen? Was muss ich noch alles durchstehen, bis ich meine Familie endlich in die Arme schließen kann? Nun, wenn mich solche Gedanken quälen, baut mich die Aussicht auf interessante Forschung wieder auf. Ich werde nach Hause kommen. Niemals werde ich aufgeben. Ja. Population rot abgebaut, gelb gleich geblieben, blau aufgebaut. Sind alle ungefähr auf dem gleichen Level. Ist auf jeden Fall gut. Ja, es ist nicht top, aber es ist gut. Wir können eigentlich alles machen mit unserer Pigmentzahl. Dementsprechend habe ich da überhaupt keine Bange, dass wir irgendwie mal in große Pigmentnot kommen werden. Ja, soll es für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, keep gaming und ciao.